was ist das? Unser nächstes großes Abenteuer. Ich sitze hier gerade am Flughafen und möchte euch ganz kurz darüber berichten, wer mich und meine Familie kennt. Weiß, dass wir in den Jahren, in denen wir eine Familie sind, schon sehr viel gemacht, sehr viel erlebt haben. Und ich bin immer dafür da, dass man das Leben nicht langweilig werden lässt, sondern wenn man eine Idee hat, die auch umsetzt, denn nichts wird man mehr bereuen als das, was man nicht gemacht oder probiert hat, solange es in dem Rahmen ist, wo es gut und richtig ist. Und wir haben uns entschieden, nach 7,5 Jahren nicht mehr in Amerika sein. Also wir sind jetzt seit 7,5 Jahren in Deutschland und haben die USA nicht mehr besucht seitdem. Unsere Kinder, 3 von den 4, sind dort geboren. Und wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, es wird Zeit, dass die ihre Wurzeln kennenlernen. Und wir haben uns entschlossen, ab August für ein Jahr, also 365 Tage, alle 50 Bundesstaaten zu besuchen. Warum dieser Irrsinn? Wir möchten einfach diese Zeit benutzen, um als Familie zusammenzuwachsen, unseren Kindern Dinge zu zeigen, die wir selber noch nicht gesehen haben, die wir gesehen haben. Und wo wir denken, dass das denen helfen wird, bessere Menschen zu werden. Weil die USA ist ein tolles Land mit tollen Leuten drin. Ich weiß, es gibt viele verschiedene Meinungen darüber. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich in allen Hinsichten selber eine Meinung bildet. Ich war jetzt zuletzt an einem Projekt tätig, was im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, wo viele Dinge aus meiner Sicht recht willkürlich hingestellt worden sind. Und wo ich sage, wenn man diese eigene Erfahrung nicht gemacht hat, dann ist es leicht, Dinge anzunehmen und zu denken, die sind so passiert, wie sie eventuell gar nicht passiert sind, nur weil es einem so präsentiert wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir möchten unsere Erfahrung mit den Vereinigten Staaten unseren Kindern geben und in dem Sinne selber erleben lassen und allen anderen, die daran teilhaben möchten. Also das ist unser Projekt, 50 Staaten in 365 Tagen, und wir möchten von euch hören. Das heißt, wenn ihr Ideen habt in den Bundesstaaten, wo wir hinfahren sollen, sagt uns Bescheid. Schreibt das in die Kommentare rein, sagt, ihr habt schon mal eine tolle Erfahrung gemacht in einem bestimmten Bundesland, ihr habt da tolle Menschen kennengelernt, da müssen wir unbedingt hinfahren. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, wo ihr sagt, die müssen wir besuchen gehen und die möchten, dass wir vorbeikommen, schreibt uns das bitte. Denn wir möchten diese Erfahrung interaktiv machen. Wir möchten, wir haben nur eine Woche durchschnittlich pro Staat, aber wir wollen das meiste daraus machen und wir wollen es für unsere Kinder so, dass sie auch was davon fürs Leben mitnehmen. Viel geredet. Ich bin einfach froh, dass wir die Möglichkeit haben, etwas, was ich auch aus dieser Erfahrung, die ich letztes Jahr gemacht habe, mit dieser Fernsehsendung gemacht habe, ist, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Und wir werden versuchen, dieses Jahr, also wir haben etwas gespart. Ansonsten könnten wir das natürlich nicht machen, weil ich nehme ein ganzes Jahr von der Arbeit frei. Und wir werden versuchen, Dinge zu tun, die günstig sind, bei Freunden zu wohnen, Nationalparks zu sehen, und wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, was toll ist, was educational ist und was nicht viel kostet, sagt uns Bescheid bitte.